Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ein ganz spannendes Webinar, das Sie wird begeistern heute Abend. Mein Name ist René Schmid. Ich darf heute im Namen von Sanus Live den Roland Rupp ansprechen. Er ist der Status President bei Sanus Live International. Und Roland und ich kennen uns schon seit fast Jahrzehnten und arbeiten auch zusammen. Von dem ist es natürlich für mich auch eine Ehre, dass der Roland heute Abend jetzt mal unser Omega-3-Esori-Öl mal tut, sagen wir mal, schön zerlegen in den verschiedenen Bestandteilen. Ich habe einen Teil von der Folie schon gesehen und bin mega begeistert. Und von dem her denke ich, das wird richtig ein tolles Webinar für euch heute Abend. Es geht rund etwa 3/4 Stunde. Wenn es ein bisschen länger geht, verzeiht uns das, weil ich denke, ich nehme heute extrem viel Input mit. Gut, wir starten, Roland, mit dem heutigen Webinar und ich gebe dir wieder ganz herzlich. Danke vielmals und viel Spass euch allen. Danke vielmals, Gönni. Ja, auch von meiner Seite her einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute miteinander das Seminar hier besuchen und machen. Und zwar geht es heute in diesem Seminar nicht darum, um Business oder wie man Leute einschreiben oder ansprechen und auch nicht um Duplikation, sondern heute geht es wirklich nur rein um das Wissen, um Know-how, was haben wir denn überhaupt mit Omega-3 für ein Produkt in der Hand. Für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Roland Rupp, ich bin seit 2017 bei Sanus Life International dabei und wie es der René Schmid schon gesagt hat, im Status von einem Präsident. Genau, jetzt müssen wir auf die nächste Folie kommen. So. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum überhaupt der Vortrag, so ist das relativ einfach gesagt. Denn wenn man sich bei einem Produkt gut auskennt und alles Relevante über das Produkt kennt, dann vereinfacht das ungemein, auch andere Leute davon können zu überzeugen. Und genau das möchte ich heute machen, möchte ich heute mal zeigen, was Omega-3 wirklich ist. Vielleicht fragen Sie sich, ja, Omega-3, kenne ich so, brauche ich überhaupt einen Kurs? Dann stellen Sie sich vielleicht einfach mal selber schnell die drei Fragen. Nämlich, wissen Sie, was ALA, DHA und EPA bedeutet? Wissen Sie, wie das optimale Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist? Oder wissen Sie, was Cholezalciferol ist? All diese Sachen werden Sie jetzt gerade lernen im Laufe von dem kleinen Exkurs zum Thema Omega-3, damit Sie auch diesen Begriff wirklich alle kennen. Zu meiner Person. Ich bin selber nicht nur Präsident bei Sanus Life, sondern ich selber leite sonst in meinem Leben die Academy, die Taudem Academy zur Schulung von therapeutisch tätigen Personen, vor allem im Bereich Quantum, Magnet und Bioresonanz. Bin im Bereich orthomolekulare Medizin daheim, also immer wenn es um Vitamine, Spurenelemente und Aminosäuren geht. Und leite daneben im Institut Jene, also Institut zur Erforschung von neurodegenerativen Erkrankungen, Spezialsachen, alles, was Studie Lebensqualität ist, vor allem bei Demenz- und Alzheimer-Patienten. Und um das geht es auch, die Verbesserung von der kognitiven Fähigkeiten mit Vitamin D und mit Omega-3. Schauen wir doch mal schauen, was es überhaupt bedeutet. Zum einen natürlich auch die Frage, vielleicht zuerst an Sie, wer von Ihnen nimmt überhaupt schon regelmäßig Omega-3 zu sich? Sie dürften jetzt ruhig auch mal die Hand heben. Hä? Oh, da gibt es doch einige, die das schon nehmen. Wunderbar, ist doch das gut. Hä? Also Sie sehen, wir können auch solche Sachen da machen. Und schauen wir doch eigentlich, wieso dass Sie das überhaupt nehmen. Die Kombination von Omega-3 und Vitamin D kann eine erhebliche Verbesserung von irgendeinen kognitiven Eigenschaften bewirken. Also zum Beispiel aus Denken. Was sind aber wirklich kognitive Defizite? Damit Sie das ein bisschen verstehen, was das alles zusammen ist. Kognitive Defizite, das können Verhaltensauffälligkeiten sein, Vergesslichkeit, ADS, ADHS oder aber auch Hyperaktivität, Angststörungen, Panikattacken, Burnout, Erschöpfungszustand, wie ich schon angedeutet habe, Demenzerkrankungen, aber auch
Depression, Epilepsie, Fibromyalgie, Gedächtnisstörung, auch das Kampaltunnelsyndrom gehört dort dazu in diese Kategorie, oder aber Konzentrationsstörung. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt auch noch wesentlich mehr, die da dazu gehören. Kopfschmerzen und Migräne, Lernstörungen, Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, aber auch Neuropathien, nervöse Erschöpfung, Schlafstörungen, Schmerzerkrankungen, all das sind kognitive Defizite, die wir haben. Und Sie merken schon, auf was raus, dass ich gehen will. All diese Sachen sind eben auch in dieser Kategorie kognitive Störungen häufig an einem Ungleichgewicht von Omega-3, Omega-6 zuzuschreiben. Und um das geht es heute auch, um Esorio Omega-3, aber vor allem jetzt im ersten Teil möchte ich Ihnen einen Teil von dem Esorio Omega-3 ein bisschen näher bringen, nämlich das Vitamin D3, das wir da drin haben. Vielen Leuten ist nämlich nicht ganz bewusst, was Vitamin D3 wirklich alles im Körper bedeutet. Wir nennen das Vitamin D als Sonnenvitamin. Übrigens da ein kleiner Hinweis, Vitamin D3 ist die umgangssprachliche Bezeichnung von Calciferol. Einfach damit Sie das auch mal gehört haben. Unser Körper produziert Vitamin D. Zwar 80-90% produziert er selber, aber eben das ist das, was noch nicht reicht. Und damit Vitamin D vom Körper produziert werden kann, braucht es eben UVB-Strahlung aus dem Sonnenlicht. Das ist ganz entscheidend, was man da drin hat. Die allgemeine Empfehlung lautet, um unseren Vitamin D-Spiegel halten zu können, müssen wir also Gesicht, Hände, Arme im Sommer dreimal in der Woche so 10 bis 20 Minuten an der Sonne aussetzen. Das sind aber sehr tiefe Richtwerte. Meine Empfehlung ist ganz klar, jeden Tag mindestens 20 bis 30 Minuten an der Sonne sein. Und das ist vor allem gerade jetzt in dieser Zeit wichtig. All die Leute, die daheim bleiben und daheim sein müssen, dass man eben an so etwas auch denken, dass man eben sich genau gleich sollte die Zeit nehmen und ein bisschen sich an der Sonne aussetzen, um eben Vitamin D können zu produzieren. Das ist übrigens noch ganz eine wichtige Information, die viele Leute nicht wissen. Das notwendige Licht, das wir hier brauchen, hat eine Wellenlänge von 420 Nanometer. Und es ist von dort her eigentlich nicht notwendig, dass dabei der ganze Körper frei ist. Licht mit dieser Wellenlänge kann nämlich auch durch Kleider durchdringen. Also klar empfiehlt man immer, nicht das Kopftuch anhaben und lange Ärmel und im Winterpulli rausgehen. Aber eben, Sie sehen das da, wo wir haben. Man kann es also auch mit einem T-Shirt bekleidet rausgehen. Das reicht völlig. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Leute, die einen Wintergarten haben, Glas tut dummerweise die UVB-Strahlung abhalten. Das heisst, wenn sie sich ihren Wintergarten wollen, die Sonne bringt das überhaupt nichts. Also es müsste schon ein freier Balkon sein, damit das überhaupt funktioniert. Und da sehen Sie es mal bildlich, wie wir Vitamin D in unserem Körper zuführen. Der einfachste Weg ist über die Sonne. Die Sonne geht auf die Haut. Oder eben mit Nahrung und Nahrungsergänzungsmitteln, wo Vitamin D drin haben. Das wird verstoffwechselt, geht in die Leber. Von dort geht es dann weiter in die Prostatazellen, Brustzellen, Darmzellen und Immunzellen. Geht in die Nieren und ist dann schlussendlich im Endprodukt sogar im Bereich Kalzium und Muskel- und Knochengesundheit zu finden, wo es dort eben auch dort stark unterstützt. Also ganz ein einfacher Weg mit Sonne und Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel. Der Rest macht dann unser Körper, damit das Vitamin D da kommt, was sollte sein. Und vor allem auch die Wirkung hat, die man gerne möchte haben. Sie sehen da mal, was die Wirkung von Vitamin D im Körper wirklich ist. Vitamin D brauchen wir nämlich für den Stoffwechsel bei den Knochen. Wir brauchen ihn auch in der Funktion des Herzmuskeln. Gesunde Darmflora tut auch Vitamin D voraussetzen. Auch der Schutz der Blutgefäße, von der Muskelfunktion und ganz wichtig, gerade in diesen Tagen, ist natürlich die Stärkung des ganzen Immunsystems, das man hier hat.
Was heisst denn also aber auch im Umkehrschluss, wenn jemand zu wenig Vitamin D hat, ein Vitamin D-Mangel, der tut natürlich dann auch das Risiko erhöhen. Vor allem das Risiko für Hauterkrankungen, das Risiko für Stress und Depressionen, für Osteoporosen und Knochenbrüche oder eben auch Herz- und Kreislauferkrankungen. Realisieren Sie jetzt, wie wichtig das Vitamin D wirklich für unseren Körper ist? Das sind aber nicht die einzigen Ursachen, die es geben kann. Vitamin D-Mangel kann auch im Bereich Übergewicht, im Bereich Asthma, chronische Lungenerkrankungen, bis zu Diabetes, Cholesterinproblem, Ekzem, Grippe, überall dort auch mit einspielen. Und darum ist immer ganz wichtig, schauen, dass ihr immer Vitamin D optimal auf dem Stand habt. Und das Einfachste ist sicher mit einem Omega-3, wie wir es haben, zusammen. Aber wir haben natürlich auch unsere Vitamine, die dann natürlich auch sehr gut sich eignen dafür. Aber Sie sehen da mal, wie wichtig das Vitamin D wirklich ist. Und die Versorgung von Vitamin D, die ist bei weitem nicht so gut, wie man eigentlich meint. Was Sie da sehen, ist eine Studie, wo man mit 32'000 Personen gemessen haben. Also nicht nur ein paar wenige, sondern 32'000. Und wenn Sie schauen, die wenigsten haben überhaupt gerade mal 50% von Vitamin D im Körper drin gehabt, wo man eigentlich würde brauchen. Also nur die Altersgruppe, Männer von 25 bis 64, haben eigentlich einen Vitamin D-Wert, der bei 50% und höher ist. Und unser Richtwert ist wesentlich höher. Also eigentlich haben wir alle zusammen einen latenten Vitamin D-Mangel. Man muss aber auch sehen, dass Vitamin D nur sehr, sehr wenig im Körper vorhanden ist und der Körper wenig braucht, aber vor allem, dass die Halbwertszeit von Vitamin D nur 4 bis 6 Stunden ist. Also, Sie merken, man muss wirklich jeden Tag am Körper genug Vitamin D zuführen. Und was heisst das überhaupt, genug zuführen am Körper? Was ich da möchte zeigen, ist eine Tabelle, wo mal den Tagesbedarf anzeigen tut. Wenn ich da rauffahre mit dem roten Punkt, sehen Sie das da? 800 internationale Einheiten. So viel muss man jeden Tag an Vitamin D bei sich haben, damit man ein optimales Level hat. 800 Einheiten, wie viel ist jetzt das? Wenn Sie würden Fleisch essen, 100 Gramm, dann haben Sie gerade mal 52 internationale Einheiten. Wenn Sie Ei essen, 100 Gramm, dann sind das 116 internationale Einheiten. Butter und Milchprodukte sind es gerade mal 40. Avocado sind es 100 Gramm. Oder wenn Sie jetzt 100 Gramm Pilz essen, sind es 80 internationale Einheiten. Sehen Sie, wie tief das ist? Also mit diesen Lebensmitteln schaffen Sie es niemals, den Tagesbedarf an Vitamin D auch nur annähernd zu decken. Und jetzt schauen Sie mal das an. Unser Esori Omega 3 deckt mit der empfohlenen Tagesdosis, die wir haben, 100% vom ganzen Vitamin D-Bedarf. Und jetzt merken Sie, dass also in dem Fall ein Nahrungsergänzungsmittel oder eben unser Omega-3 wesentlich besser ist, als wenn es jemand versucht, das über die Nahrung überhaupt zu decken. Denn wenn Sie es nur mit der Nahrung machen wollen, tun wir doch das mal umgekehrt anschauen. Damit Sie die 800 internationalen Einheiten, das sind übrigens 20 Mikrogramm, Vitamin D mit Ihren Lebensmitteln können decken, dann müssen Sie 400 Gramm Makrelen essen oder 4 Kilogramm Schnitzel. Wenn das jemand macht, wird er zwar den Vitamin D-Spiegel hoch oben haben, aber vermutlich auch ein Übergewicht. 20 Eier, damit man das hätte. 20 Liter Vollmilch. 10 Kilo Kalbsleber. Oder zum Beispiel 10 Kilo Brie-Käse. Oder 600 Gramm Avocado. Also Sie sehen, mit Lebensmitteln kann man die 800 internationalen Einheiten praktisch nicht essen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sie könnten auch 1 Kilogramm Pilz essen. Oder, wenn Sie es bequemer machen, 800 Gramm bitte Meersäulefutter. Jetzt fragen Sie sich sicher, wieso komme ich auf Meersäulefutter? Das ist relativ einfach.
ganz viele Meersäule, respektive alle, die können Vitamin D nicht produzieren. Und aus dem Grund leiden ganz viele Meersäule an einem latenten Vitamin D-Mangel. Auch im Hintergrund, weil die häufig nicht direkt am Sonnenlicht ausgesetzt wird und die Leute, die Haltung der Meersäule meinen, wenn man sie irgendwie an ein Fenster tut, dann haben sie genug Licht und das stimmt nicht. Und wenn sehr viele Meersäule eben auch eine Art wie Osteoporose und Vitamin D-Mangel. Und im Bitti-Meersäulefutter hat es zum Beispiel immens viel von dem Vitamin D drin. Also wesentlich mehr als in manchen Lebens- und Nahrungsmitteln, die wir überhaupt haben. Gehen wir doch mal zusammenfassen. Ups, bin ich schon eine Folie zu weit. Der tägliche Bedarf an Vitamin D beträgt 20 Mikrogramm. 20 Mikrogramm ist übrigens auch genau die Zahl, wo Vitamin D3 im Misori Omega 3 drin ist, wenn man das täglich in den empfohlenen Stößen, also mit den 20 Stößen, zu sich nehmen tut. Wer nicht in die Sonne rausgehen will, der müsste täglich bis zu 4 Kilogramm Schnitzel essen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das möchten wir nicht unbedingt machen. Und Studien haben gezeigt, dass wer nicht Vitamin D zusätzlich in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nimmt, mit größter Wahrscheinlichkeit einen Vitamin D-Mangel aufweist. Also Sie sehen, wie wichtig das Vitamin D für den Körper ist und vor allem, wie viel wichtiger das ist, dass Sie das wirklich auch allen Leuten sagen. Vitamin D kann man heutzutage zu wenig über Nahrungsmittel zu sich nehmen. Das muss man supplementieren. Nachdem wir uns jetzt ausgiebig am Vitamin D gewidmet haben, gehen wir doch jetzt mal weiter. Gehen wir doch jetzt mal schauen, was Omega-3 alles in sich hat und für was dass man das optimal tunen kann. Bevor wir aber aufs Omega-3 gehen, auch da wiederum schnell ein bisschen Basis. Was sind eigentlich Omega-3-Fettsäuren? Omega-3-Fettsäuren zählen zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die drei wichtigsten Vertreter sind Alpha-Linolensäure, also ALA abgekürzt. Das ist meistens aus den pflanzlichen Fettquellen wie Walnuss, Raps, Soja oder Leinöl. Dann gibt es EPA, das haben wir vor allem im Lachs und im Hering, aber auch in Pflanzen. Und wir haben DHA, auch das aus den fettreichen Fischsorten wie Hering, Makrele und Lachs. Weil unserem Körper das passende Enzym fehlt, um die Fettsäuren eben selber herzustellen, müssen wir es eben aus pflanzlichen oder aus tierischen Quellen holen und mit der Nahrung aufnehmen. Zum Beispiel Algen oder Krill, das sind kleine Krebs, oder eben aus Seefisch wie Makrele oder Hering. Schauen wir doch mal an, wie viel Omega-3 das ein Mensch wirklich braucht. Es gibt einen Arbeitskreis, Omega-3, und der empfiehlt an gesunden Menschen pro Tag eine Menge von 0,3 Gramm Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Wohlverstandener, gesunder Mensch. Das heisst also, die Richtlinien sind für die Leute, die schon auf einem sehr hohen, guten Niveau sind, von den Vitalstoffen. Patienten, die aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die sollten das mindestens auf 1 Gramm EPA und DHA pro Tag steigern. Also dreimal so viel nehmen. In dem Sinn. Und bei der Schwangerschaft und Stillzeit, Frauen sollten durchschnittlich etwa 0,2 Gramm DHA täglich zu sich nehmen. Also Sie sehen, auch da, man darf ruhig ein bisschen mehr nehmen, als man solche Sachen vorgibt. EPA und DHA, das sind übrigens auch die wirksamsten Omega-3-Fettsäuren, wo wir eben im Lachs, Makrele, Hering, Thunfisch und Sardinen haben. Und wie sie es zu sich nehmen, Sie gehen jetzt das Kapselprodukt mit Öl aus Fisch oder aus Meeresalgen. Dort haben wir es am häufigsten drin. Der Arbeitskreis sagt dort eigentlich optimal, um den Omega-3-Bedarf zu decken, wenn man es nicht würde supplementieren, also allein über die Lebensmittel, würde das bedeuten, dass man 2 Fischmahlzeiten in der Woche müsste nehmen, also insgesamt rund 200 Gramm Fisch pro Woche, damit man das jemanden überkommt. Also mindestens eine Mahlzeit, das sollte ein Lachs, Makrele, Hering oder so sein. Egal, ob jetzt frisch, tiefgekühlt oder aus der Konserve.
zwei Fischmahlzeiten in der Woche ist aber doch eigentlich relativ viel. Vor allem haben wir heute auch sehr viele Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren und keinen Fisch essen. Und sind wir ehrlich, wer von uns isst heute überhaupt noch regelmässig ein bis zwei Mahlzeiten Fisch pro Woche? Und auch ein weiteres Thema, das wir ja bei Sanos Live auch immer höher setzen, ist ja das Thema Überfischung. Oder wie sieht es mit dem Schwermetall aus? Oder mit radioaktiv belasteten Fisch? Auch das sollte man ja vielleicht in diesen Bereichen berücksichtigen. Und darum ist es wahrscheinlich besser, wenn man das eben anders tut, supplementieren als über so viel Fisch essen. Was auch viele Leute nicht wissen, ist, dass Lachs, wo sehr viele Leute meinen, oh, das ist gut, das hat viel Omega-3 drin. Zuchtlachs, der liefert praktisch überhaupt kein Omega-3. Denn ein Zuchtlachs wird heute häufig mit Soja ernährt. Und wenn natürlich der Lachs selber gar nicht Omega-3 aus Algen zu fressen bekommt, ja, wie soll er denn überhaupt Omega-3 können produzieren? Also, sehr viele Leute wissen das nicht, dass ein Zuchtlachs sehr wenig mit dem Omega-3-Haushalt ihnen helfen oder dann noch anheben kann. Konsequenz aus dem ist das. Wir haben eine Studie gemacht und insgesamt 5'000 Leute gemessen. Von diesen 5'000 Leuten haben 3'515 Personen, also 70%, zu wenig Omega-3 im Körper gehabt. Nur gerade 24%, also jeder Vierte, ist in einem sogenannten optimalen Bereich gewesen, wo man heute sagt, gut, das müsste man etwa haben. Und effektiv sind nur 5,5%, also gerade mal 275 Leute gewesen, die den Omega-3-Spiegel dort hatten, wo man sagt, hey, jetzt ist es richtig gut, jetzt bringt es etwas. Und diese 5,5% die sind natürlich bei weitem zu wenig, weil wir sollten eigentlich alle zusammen im grünen Bereich sein. Sie wollen ja nicht Mittelmaß sein. Sie wollen ja möglichst gut in einer kognitiven Fähigkeit sein, das heisst möglichst lang ein gutes Gedächtnis haben und all die Sachen, die damit zu tun haben. Und das Gedächtnis ist der nächste Punkt, den wir ansprechen möchten. Schauen Sie mal die Symptome an, wenn Sie zu wenig Omega-3-Mangel haben. Das fängt bei der Lichtempfindlichkeit an, bei einer geringen Durchblutung, Schlafproblem, Gelenkproblem, Entzündungen, schlechte Wundheilung. Seien wir ehrlich, Sie kennen sicher die ein oder andere Person, die eins von diesen Symptomen hat. Aber hätten Sie jemals selber daran gedacht, dass es vielleicht nur dran ist, weil die Person zu wenig Omega-3 hat? Das wird in den meisten Fällen vergessen und auch in der Schulmedizin ist das bei weitem nicht das Erste, wo der Arzt gerade denkt, wenn jemand kommt und sagt, oh, ich habe Gelenkprobleme, ich schlafe nicht gut, ich habe Muskelschwäche. Meistens haben wir dann das Gefühl, oh, da sind Entzündungen drin und macht das mit einem Entzündungshemmer oder schaut, dass die Entzündungen runterkommen. Dabei könnte man es auch über Omega-3 das lösen. Was aber noch viel wichtiger ist als unser Körper, ist unser Gehirn. Unser Gehirn braucht extrem viel Omega-3. Wenn es das nicht überkommt, kann das zu Depressionen oder Verstimmungen führen. Schlechtes Erinnerungsvermögen. Also immer wieder nachfragen, oh, wer ist jetzt das gewesen? Wie heisst die Person? Wo ist mein Autoschlüssel? Wo ist mein Portemonnaie? Was habe ich jetzt schon wieder machen? Das deutet alles auf einen Omega-3-Mangel hin. Auch Konzentrationsschwäche. Leute, die relativ schnell schon ein bisschen müde werden, als Beispiel. Die Ermüdung, die man drinnen hat. Oder sich eben nicht gut konzentrieren können und nicht lange Zeit an etwas herumschaffen. Auch dort kann Omega-3 der Grund sein, dass das eben so ist. Unser Gehirn ist ein wahres Wunderwerk. Und Sie sehen da die wichtigsten aktiven Omega-3-Fettsäuren nochmal so aufgeteilt. Entzündungen vorbeugen und für die Energiequelle ist ALA, also Alpha-Liponsäure. Beim DHA braucht man vor allem für die kognitive Entwicklung, also Denken, Fühlen, Handeln, Konsequenzen erkennen. Die visuelle Entwicklung,
oder Entzündungen vorbeugen und ganz wichtig auch Herz-Kreislauf-Funktionen brauchen DHA. Und EPA brauchen wir für die Entzündungen und auch für die Herz-Kreislauf-Funktion. Sie haben gemerkt, wir haben die drei Begriffe ALA, EPA und DHA schon wieder gehört. Und genau so ist es auch im Hirn drin. Das ist die Sache, wo Sie sehen, was unser Hirn an Fettsäuren überhaupt braucht. Es braucht EPA, es braucht ALA und vor allem in ganz grossen Mengen, 25% von unserem Kortex, von den Membranen, braucht DHA, die wichtigste Omega-3-Fettsäure, die wir haben, die wir für unser Hirn brauchen. Die wichtigste ist auch die, die wir zum Glück im Omega-3 von Esori drin haben. Und zwar mit 100 Milligramm extrem hoch dosiert. Damit Sie sicher sein können, wenn Sie Esori Omega-3 nehmen, dass Sie auch wirklich das tägliche Pensum oder die Limite, die uns eigentlich vorgegeben wird, können erreichen und genug DHA zu sich nehmen können, genug vital können sie und genug kognitive Fähigkeiten haben. Denn was bewirkt DHA überhaupt im Hirn innen? Wir haben auch da eine Studie gemacht. Wir haben 1575 ältere Personen gemessen. Und schauen Sie mal das Ergebnis an. Je weniger DHA im Blut war, umso geringer ist das ganze Hirnvolumen. Umso geringer war die visuelle Erinnerung. Und umso geringer ist auch das abstrakte Denken. Also Konsequenz, Omega-3, DHA und direkte kognitive Fähigkeiten, das sehen Sie da sehr gut eigentlich. Und ich bin überzeugt, Sie alle werden doch möglichst auch im höheren Alter noch sich können an alles erinnern, was Sie schon erlebt haben, die Leute können erkennen und auch noch Zusammenhänge können in die richtige Relation bringen. Ich zeige Ihnen hier ein ganz typisches Beispiel, was eben passieren kann. Was passiert, wenn so ein Mangel an Omega-3 und Vitaminen ist, hat ein Lehrer im Freistaat Bayern müssen am eigenen Leib erfahren. Er hat nämlich mal eine Lektion seinen Schülern gegeben und nach ein paar Minuten haben die Schüler moniert und haben gesagt, jetzt zeigen sie schon die dritte, zum dritten Mal die genau gleiche Lektion von ihm bekommen. Er ist ein Stutzig geworden, hat die Lektion fertig gemacht und ist dann nachher ins Lehrerzimmer gegangen und hat seine Kollegen gefragt, ob sie das auch schon bemerkt haben. Und die haben gesagt einheitlich, ja, wir wissen schon, dass du ein bisschen vergesslich bist und dass du dir schon etwas zwei oder drei oder mehrmals erzählt hast. Also die Kollegen haben ihm eigentlich die Demenz bestätigt, die er da gesagt hat. Der Amtsarzt hat nachher die sofortige Pensionierung von dem Lehrer eingeleitet, weil gemäß heutiger Schulmedizin ist Demenz und Alzheimer gar nicht heilbar. Der Mann hat aber Glück gehabt, er hat einen ganz guten Therapeut gefunden und wir haben die Therapie gemacht, allein mit Omega-3, mit B-Vitaminen und mit Vitamin D. Und Sie werden es nicht glauben, nach 6 Monaten war der Mann wieder topfit gewesen, hat sämtliche kognitive Fähigkeiten wieder gehabt und war auf einem absoluten Spitzenlevel gewesen. Das Problem, das man dann aber gehabt ist, er hätte wieder in die Schule gehen wollen, aber weil er den Amtsarzt eigentlich pensioniert eingeleitet hat und weil es offiziell heisst, hey, Demenz ist nicht heilbar, hätte man ihm den Job gar nicht können zurückgeben. Er hätte nachher gegen Freistaat Bayern prozessieren wollen. Man hat sich die aber eigentlich anders geeinigt. Man hat ein Begutachten gemacht von einer Neuropsychologin und heute arbeitet er auch wieder wirklich an dieser Schule. Allerdings nicht als Lehrer, sondern heute ist er stellvertretender Direktor in dieser Schule. Also, Sie merken, allein ein Mangel an Omega-3, ein Mangel an den Vitaminen, kann auch solche Sachen bewerkstelligen und auch vor allem dazu verleiten, dass man jemandem durch Demenz attestieren, was eigentlich gar nicht stimmt, wo lediglich ein Vitalstoffmangel ist. Die Frage ist jetzt, ja, wie kann ich das überhaupt messen, ob der eigene Spiegel von mir, von Omega-3 und von den Vitalstoffen optimal ist. Auch da gibt es selbstverständlich Messmethoden.
Menge an Vitaminen und Omega-3 kann man zum Beispiel mit einem einfachen Bluttest ermitteln. Also, man geht zum Arzt, lässt sich beim Arzt Blut nehmen. So ein Test kostet etwa 250 Franken oder umgerechnet etwa 200, nicht umgerechnet, sondern in Deutschland kostet der Test etwa 215 Euro. Eine andere Möglichkeit, man kann sich zum Beispiel auch so ein Testkit für einen Omega-3-Test im Internet bestellen. Der kostet etwa 89 Franken oder Euro. Kann sich dann, wenn man den überkommt, selber Blut abnehmen, das Ganze einsenden und nach wenigen Tagen kommt man dann das Ergebnis zurück. Das ist etwas, das sehr praktikabel und sehr einfach ist, wo man so etwas machen kann. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar gibt es auch ein Gerät, wo man kann ganz einfach am eigenen PC, wenn ein Windows drauf hat, anhängen. Man nimmt einen Stab in die Hand und nach 60 Sekunden weiss man bereits, wie denn der eigene Spiegel ist. Zum Beispiel von den Vitaminen. Und ich zeige Ihnen da nochmal drei Vitamine, nämlich die drei, die wir auch im Esorium Omega 3 drin haben. Also Vitamin D3, Vitamin E und Vitamin K. Ich wollte Ihnen ja heute nicht nur zeigen, was gesättigte und ungesättigte Fettsäuren sind, sondern wieso, dass wir im Esori Omega 3 überhaupt Vitamin D3 drin haben. Denn Vitamin D3, das stärkt unser Immunsystem, kräftigt die Muskulatur, macht den Schutz von den Nervenzellen im Gehirn, Herz-Kreislauf-System, wo besser geschützt wird, auch die Verringerung von der Gefäßerkrankungen, haben wir dank von Vitamin D3, und eine positive Wirkung auf die Psyche, wie auch eine Schutzwirkung vor Tumor und Krebs, wird an Vitamin D3 attestiert. Das Vitamin E ist antioxidativ, stärkt das Immunsystem, ist entzündungshemmend und vor allem ist auch schmerzlindernd. Und das Vitamin K, das braucht man zur Verbesserung der Blutgerinnung, Verbesserung des Knochenstoffwechsels und Vorbeugung der Osteoporose. Sie sehen also, wie wichtig dass die drei Vitamine da wirklich sind. Auf der anderen Seite schauen wir doch mal jetzt die Omega-3-Fettsäuren an. Der Begriff, den wir hier nämlich jetzt gerade sehen, Linolsäure, Alpha-Linolensäure und Gamma-Linolensäure, das ist Omega-3. Und die Arachidonsäure ist Omega-6. Ich zeige das anhand von einem Beispiel, und zwar, das ist auch von einem von einer Person, die wir hier gemessen haben, wo jetzt alle Werte leicht weg von der Mitte ist, damit sie sehen, wie das interpretiert wird. Alles, was grün ist, das ist wie eine Ampel, das ist optimal im Körper. Und wenn es ein bisschen links davon ist, hat man zu wenig davon. Wenn es rechts wäre, hat man zu viel davon. Aber Vitamine, Spurenelemente und Aminosäuren wie auch Omega-3 kann man gar nicht zu viel im Körper drin haben. Wo messbar ist. Omega-3, wie gesagt, das ist entzündungshemmend. Blutdruck senkend, durch Blutungsförderung, Arteriosklerose und vor allem auch, was wir hier haben, ist Anti-Aging. Moment. Ich lese gerade unten, jemand sagt, Arachidonsäure sind nicht Omega-6. Ich glaube, da müsst ihr einfach das Buch nochmal konsultieren. Selbstverständlich ist Arachidonsäure Omega-6. Denn bei der Alpha-Linolensäure verringert die Immunität, Vergesslichkeit, Müdigkeit, Verlust von der Sehkraft und Arteriosklerose, die wir haben. Und bei der Gamma-Linolensäure, wenn wir zu wenig haben von dem, in der Konsequenz Diabetes, hoher Cholesterinspiegel und entzündungshemmend, die dann könnte fehlen. Demgegenüber nehmen wir jetzt Omega-6 nehmen. Omega-6 hat zwar sehr viele positive Eigenschaften, ist aber auch entzündungsfördernd. Das heisst, wenn man also Omega-6 hat in einer bestimmten Menge, dann gibt es auch eine verbesserte Sehschärfe, Cholesterin senkend, Gefäßelastizität, die besser wird und auch Blutviskosität. Aber das Entscheidende ist, wie viel Omega-3 in welchem Verhältnis zum Omega-6, das man hat. Übrigens, um das ganze Messen von diesen Vitaminen und Omega-3, da gibt es auch ein ganz einfaches Gerät. Das kostet gerade mal 250 Franken. Und Sie können sich vorstellen, was das für ein Verkaufsbooster ist, wenn Sie jemandem schnell
non-invasiv, also ohne dass man Blut entnehmen muss und absolut schmerzfrei, einfach einen Sensor in die Hand drückt und nach 60 Sekunden zeigt das Gerät sofort an, oh, die fehlen die Vitamine, die fehlen die Spurenelemente oder eben die fehlt Omega-3 im Körper. Sonst Gerät kann übrigens auch noch 240 weitere Parameter messen. Unter anderem auch, wie es um einen Wasserhaushalt steht. Also, das Gerät ist auch sehr gut, wenn man möchte, den Kaya Ionizer und Keref mal zeigen, was es für Konsequenzen im Körper hat. Aber natürlich auch die Mineralien von Esogi Minerals. Und selbstverständlich können wir auch alle anderen Vitamine messen von Esogi Vitamins. Also 250 Franken, was das Gerät im normalen Handel kostet, wo man sofort einsetzen kann. Aber das Beste an dem Ganzen ist eigentlich, dass das Gerät dank unserem Sanus Life Partner, dem René Schmid, auch im Sanus Store zu drinnen ist. Und dort ist es natürlich erst noch günstiger, wie es üblich ist in unserem Store. Statt für 250 Franken, gerade mal für 217 Franken 50, wo man das Gerät beziehen kann. Gerät beziehen, anhängen am PC, Messung machen und man sieht sofort, wie es eigentlich um den Körper oder um die Vitalstoffe und Depot steht. Ist doch etwas sehr Schönes. Und René Schmid hat sich bereit erklärt, da würde ich auch gerne mal live zeigen Ihnen, wie denn so ein Gerät funktioniert, dass es eben wirklich so einfach ist. Gehen wir wieder zum Omega-3 und gehen vor allem mal drauf auf die Qualität von dem Fischöl, wo wir haben. Es gibt ja auch Leute, die das Omega-3 nicht pflanzlich wollen, sondern sagen, nein, nein, ich habe da die Fischölkapseln. Und da habe ich mal ein ganz gutes Bild gesehen vom Verleinix aus Asterix und Obelix. Dort ist immer darum gegangen, wie frisch sind denn seine Fische eigentlich? Und genau das macht es doch aus. Also Qualität vom Fischöl oder eben von einem Omega-3, das ist entscheidend, wie es auch dann im Körper aufgenommen wird und geht. Und die Qualität von unserem Esogi Omega-3, das dürfen wir wirklich mal zeigen. Und ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, was überhaupt drinnen ist, in unserem Produkt drinnen. All diese Sachen haben Sie sicher schon x-mal gesehen und tun sie auch abbetten, aber wissen Sie auch, was die einzelnen Elemente wirklich bedeuten und welchen Vorteil das sie haben? Schauen wir es doch mal an. DHA als Beispiel, das ist für die normale Gehirnfunktion und für die Sehkraft optimal. Vitamin D brauchen wir, damit mit dem genug Vitamin D auch Calcium und Phosphor verwertet und aufgenommen werden kann. Dass der Calciumspiegel im Blut stimmt. Knochen, Muskelfunktion, Zähne und Immunsystem optimal angepasst sind. Und wir haben mit Vitamin D genau die Menge drin, mit etwa 20 Pumpstößen am Tag, die wir brauchen im Körper. Aber nicht nur das, wir können es um 300% überschreiten. Dank dem Vitamin D. Vitamin K brauchen wir für die normale Blutgerinnung, aber auch zum Erhalt der normalen Knochen. Und auch das Vitamin K, das bei Esogi Omega 3 drin ist, tut bereits schon 60% vom täglichen Bedarf decken. Den Rest kann man dann problemlos auch mit den Nahrungsmitteln decken. Vitamin E braucht man natürlich vor dem oxidativen Stress. Und oxidativen Stress haben wir heute natürlich durch ganz viele Sachen. Sei das über die Strahlen, die wir haben, 4G, 5G, sei das der Stress am Arbeitsplatz. Heute haben gerade sehr viele Leute Stress. Aber natürlich auch unser Sonnenlicht, das auf uns einprasselt, das wir da drin haben. Auch da, die tägliche Dosis, die wir mit dem Esogi Omega 3 abgeben, tun eure Vitamin E-Spiegel bereits um 28% überschreiten. Also sie kommen mehr Vitamin E über, als ein gesunder Mensch überhaupt müsste haben, sind also noch viel besser geschützt. Und schauen wir doch mal die einzelnen Öle an, wo wir gerade überhaupt drin sind. Wir haben Flachs drin. Flachs hat sehr viel Ballaststoff und das ist natürlich gut für unseren Darm. Und zwar ist es gut, ob Sie jetzt Verstopfung haben oder Durchfall, weil er tut es wirklich schön ausbalancieren und nivellieren. Und Sie wissen sicher auch selber, wie gesagt, 70% aller Krankheiten kommen aus dem Darm. Und wenn man da natürlich ein gutes Omega-3 hat, das gerade auch noch Flachs drin hat und so auch den Darm unterstützt, dann ist das sicher nicht schlecht. Borage,
ebenfalls eine Pflanze, die wirkt beruhigend, entgiftend, entzündungshemmend, wird vor allem dann auch bei Herzbeschwerden, bei Bluthochdruck oder auch bei Schlafbeschwerden eingesetzt. Wir haben Berilla drin. Berilla braucht man für Erkältungen, Fieber, Übelkeit, Durchfall. Es ist antioxidativ, es ist auch entzündungshemmend und man kann es natürlich auch bei Kopf, Asthma und Allergien auch wiederum helfen. Und es gibt eine ganz bekannte Studie, die festgestellt hat, dass Berilla-Extrakt, respektive Berilla-Öl, auch Krebszellen hemmen. Kokosöl kennen wir alle. Das ist reich an Mineralien, Antioxidantien und Vitaminen. Also Kokosöl ist natürlich auch gut für die Haut, für die Haare, für Falten und wird auch im Kampf gegen Alzheimer und Demenz eingesetzt, weil eben Kokosöl allein auch die kognitiven Fähigkeiten kann sehr wohl stärken. Auch Zitronenschalen, die wir drinnen haben, gegen Krankheitserreger, Viren und Bakterien können wir das direkt abtöten. Auch für den Gallenfluss ist es gut, weil es den Gallenfluss anregen und vor Durchfall schützen. Und Zitronenöl fördert die Konzentration und hilft auch da wiederum unserem Gedächtnis auf die Sprünge. Im Orangenöl haben wir vor allem Vitamin C drin. C ist etwas vom Wichtigsten für das Immunsystem. Aber das Orangenöl entspannt auch unsere Muskulatur und Nerven, kann die Stimmung anheben und auch in stressigen Situationen beruhigen. Und der Granatäpfel, der ganz viele Funktionen hat. Also die Eigenschaften des Granatäpfels ist vor allem der Gehalt von der Bunicinsäure, die wir haben. Das ist eine Omega-5-Fettsäure, die auch eine ganz grosse antioxidative Wirkung hat. Vom Immunsystem über Cholesterinspiegel, über die Balancierung vom Haushalt, vom Hormonhaushalt, bis zu der Senkung vom Blutdruck und geht sogar bis zu Haarausfall, tut das überall auch da wieder unterstützend wirken. Sie sehen also, dass wir mit unserem Esorium Omega 3, mit all diesen Öl, ganz viel abdecken. Und auch das Sandhornfruchtfleisch, das wir haben, hoher Vitamin C-Gehalt, hohes antioxidatives Potenzial, schützt aber auch da unsere anderen entgiftenden Organe wie die Leber und wie die Nieren, durch das Gefäßsystem einwirken und hat auch sehr viele positive Effekte auf die Augen, auf die Haut, die wir da drin haben. Und das wird auch heute sehr häufig bei Demenz eingesetzt, aber auch bei Diabetikern, wo man sagt, hey, ihr müsst auch noch ein bisschen etwas machen für eure Gesundheit. Sandhorn kann man überall brauchen, sei das beim Immunsystem, bei der Therapie von Entzündungen, bei der Senkung von der Blutfett. Das geht übrigens auch bei der Behandlung von Hautausschlägen, von Sonnenbrand etc. Man braucht es auch sehr häufig in der Therapie von Neurodermitis oder bei der Anregung vom Kreislauf, den man da drin hat. Und alles das zusammengenommen ist eben in unserem Esori Omega 3 drin wirklich ein absolutes Top-Produkt, das wir hier haben. Ich denke, Sie haben jetzt relativ viel gesehen über Omega 3 und ich möchte auch das vielleicht ganz kurz zusammenfassen mal. Lebensmittel mit Omega 3 sind entzündungshemmend. Das haben wir vor allem mit Thunfisch, Makrelen, Lachs und die Schellfisch. Lebensmittel mit Omega 6, die entzündungsfördernd sind, das haben wir in vielen Mehlsachen. Manchmal auch, wo man gar nicht dran denkt. Zum Beispiel Mayonnaise, Margarine, Popcorn, Praline, Chicken Nuggets oder Schwein- und Rindfleisch. Und die Lösung, die wir hier haben, ist natürlich eine optimale Balance zwischen Omega 3, die entzündungshemmend ist, und Omega 6, die entzündungsfördernd ist. Und das Ganze haben wir mit unserem Esori Omega 3. Weil das ist der tägliche Bedarf der Omega 3 Fettsäuren, aber auch von den Vitaminen D3, E und K2 tut komplett abdecken. Und wenn sich jetzt noch jemand fragt, warum man denn überhaupt Omega 3 sollte nehmen, vielleicht hier nochmal ein paar passende Argumente. Das ist eines von meinen Lieblingsdiagrammen, die ich habe. Und zwar die Verringerung von einem Herzinfarktrisiko um bis zu 35%. Überlegen Sie sich das, wir haben doch alle Angst vor einem Herzinfarkt. Wenn Sie jetzt aber wissen, dass wenn Ihr Omega 3 Haushalt optimal timed ist oder sogar noch besser, als man es vorgibt als Richtwert, ist 35 Mal kleiner gegen das Herzinfarktrisiko.
Omega-3-Fettsäure in der Nahrung, sehen Sie da einen Vergleich von den Eskimo gegenüber den Dänen. Und da ist vor allem das entscheidende Netz, das Verhältnis ungesättigte gegenüber gesättigte Fettsäuren. Auf Grönland, wo wir die Studie gemacht haben, ist das Verhältnis 0,84 gegenüber dem westlichen Europa, also nicht nur bei den Dänen, wo es bei 0,24 ist. Also Sie sehen, wie viel Omega 3, das man wirklich braucht gegenüber dem Omega 6, damit das funktioniert. Die meisten Leute haben heute das Problem, dass sie zu viel Omega 6 zu sich nehmen und nicht Omega 3, wo man eigentlich hat. Quintessenz, auch da der plötzliche Herztod. Je mehr Omega 3 sie zu sich nehmen, umso kleiner ist das Risiko von einem Herztod. Und wenn Sie das mal anschauen, bei der Omega 3 Versorgung von 1 bis aber auf 0,2. Also das Risiko ist dann massiv kleiner. Lieber schauen, dass man immer genug Omega-3 im Körper innehmt, im richtigen Verhältnis, und dafür muss man nicht Angst haben vor einem plötzlichen Herztod. Das Ganze ist übrigens auch noch weitergeführt worden in den Studien mit Leuten, die bereits einen Herzinfarkt hatten, also wo einen Myokardinfarkt, nennt man das, hatten, Patienten. Was man gemacht hat nachher, also mit auch denen Omega-3-Fettsäuren gegeben, Sie sehen, egal was man sonst gibt, sei das ACE-Hemmer, Rezeptorblocker, Beta-Blocker, Statine, Nitrat. Das Beste, was man hätte können machen, um das Risiko weiter runterzusetzen, ist auch da wieder Omega-3. Omega-3 ist wirklich ein wahrhaft Top-Mittel, das man hat, wenn man gesund sein will und vor allem gesund bleiben. Ich möchte aber noch einen Schritt weitergehen, und vor allem vielen Leuten ist nicht ganz klar, dass Omega-3 nicht nur für das Alter, Gedächtnis und Konzentration bei älteren Leuten ist. Wir haben auch bei Kindern Omega-3-Mangel bereits. Und schauen Sie mal da Symptome an. Schwierigkeiten von Aufmerksamkeit, Wachstumsstörungen, Infektanfälligkeit, eingeschränktes Sehvermögen bei der Dunkelheit, Ein- und Durchschlafstörungen, trockene Haut, Haare und brüchige Nägel. Ich denke noch an einen, der Kind hat, oder vielleicht hat schon ein Grosskind, sollte vielleicht auch diese Symptome mal anschauen und sich mal überlegen, ob den Kind heute genug Omega-3 überkommt, weil in Fischstäbchen ist es zwar ein sehr guter Lachs, aber es reicht bei weitem nicht, um auch bei Kindern den Omega-3-Mangel eben zu decken. Und zum Abschluss vielleicht auch noch etwas anderes bei Jugendlichen. Die Universität Zürich hat ein eigenes Faltblatt gemacht, eine Studie, traurige Kinder, gereizte Jugendliche, weil eben Depressionen bei Kindern und bei Jugendlichen häufig auch auf einen Omega-3-Mangel zurückzuführen sein. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was wir haben. Also viele Jugendliche, die an einer Depression leiden, haben einen Mangel an diesen langkettigen Fettsäuren, besonders an Omega-3. Und auch das ist natürlich etwas, was man vielleicht auch noch berücksichtigen sollte. Und Sie sehen, wie mächtig das Omega-3 ist. Und ich hoffe, ich kann Ihnen jetzt einiges über das Mittel zeigen und vor allem Ihnen mal ein bisschen Know-how geben, dass Sie sagen, oh ja, Omega-3, das gehört wirklich auf jeden oder in jeden Haushalt. Das muss wirklich jeder mal nehmen. Egal, ob man Kind ist, Jugendliche oder Erwachsene. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind auch noch ganz gut in der Zeit und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Danke vielmals.